Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dragon Age. So, wir hatten ja hier noch einen Stufenaufstieg übrig. Und ich bin hier, ja, so ein bisschen am Überlegen. Und zwar machen wir jetzt mal Folgendes rein. Denn ich würde sagen, ich würde hier mal das reinigende Feuer machen. Verkürzt halt die Regenerationszeit aller Zauber um eine Sekunde. Ein bisschen Willenskraft ist auch nicht schlecht. Heißt mir maximales Mana zur Verfügung. Und naja, Passive sind eigentlich immer ganz gut. Und dann wollen wir uns jetzt hier auch nochmal weiter ein bisschen umschauen. Wir haben mal da hinten noch irgendwelche Leute. Weißkrallen-Kämpfer. Na dann blitzen wir gleich mal rüber da. Er hat versucht abzuhauen. Okay, aber irgendwie rennt er einfach nur weg, oder was? Na gut. Dann gibt's halt nochmal einen Blitz hinterher hier. Da haben wir den nächsten. Blitz hinterher. Und noch einen. Gut. Dann schauen wir mal, ob hier nicht irgendwo was in der Nähe ist. Und was ist das? Ein Vagast. Okay. Ja, dann gehen wir einmal kurz ihm auf den Grund. Oh, der hat gut gesessen. Du willst dich jetzt mit mir messen? Das sehe ich nicht. Gut. Haben wir eigentlich jetzt hier soweit alles drin? Ich wollte aber hier eigentlich gucken, ob hier noch irgendwas liegt oder so. Ja, hier ist es auch wieder nur... Na. Die wollen mich hier nicht vorbeilassen hier. Ein bisschen Gestein. Aber sonst ist hier nichts weiter. Na, wir gucken uns jetzt... Ja komm, laufen wir mal hier die Ecke nochmal runter. Mal sehen, wie weit wir kommen. Hier hinten sieht es schon wieder aus, dass wir da nicht weiterkommen. Weil es sieht auch ein bisschen heiß aus da unten. Ne, ich glaube, hier ist Ende im Gelände. Gut, die Ecke ist jetzt somit einmal abgegurkt. Jetzt gucken wir uns hier mal die Ruinen an. Das knurrt hier irgendwo. Oder hat sich das jetzt nur hintergrundgeräuschemäßig so ein bisschen angehört? Ich glaube schon. So, auf jeden Fall liegen hier Fallen rum. War hier irgendwas Interessantes? Hier ist ein Stein. Kann ich den nicht mit Magie oder so wegbewegen? Nee. Ja, hier ist sonst auch nichts weiter. Hm. Doch, da hinten ist doch was. Ah, siehst du wohl. Auf jeden Fall haben wir schon mal einen Phönix hier. Warum kann ich den... Ne, es hat nicht ganz so getroffen, wie ich wollte. So, immun ist mir egal. So. Haben wir hier schon wieder Giftgas. Oh, nochmal was zu plündern. Das nehmen wir natürlich mit. Das muss ja sein. Wozu sieht das ja ein bisschen interessant aus hier? Ah, Phönixschuppen. So, dann zeigen wir mal den Räubern da hinten, wer der Blitzgott ist. Ne, das hat ja richtig gut gesessen. Einer müsste da aber noch sein. Da oben ist er. Gut. Das war das soweit. Da haben wir hier irgendwie wieder... Ah. Lazurit. Und eine magische Barriere. Ach, das ist auch auf der Spur der Kirche.
Das war jetzt wirklich hier hinten diese kleine Höhle? Okay. Stimmt, hier ist das Kirch. Ah, ja. Hm. Blindfisch lässt grüßen, ne? Blindfisch lässt grüßen. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal was zu plündern. Na. Stunden immer mit. Und Notiz eines aufständigen Magiers. Es hat mich immerzu angestarrt. Es musste weg. Okay. Meint er jetzt die Statue, ja? Na gut, dann gehen wir mal in die Höhle. Mal sehen, was die Kirche hier versteckt hält. Auf jeden Fall liegt hier ordentlich was an Tiefenpilz. Komm, ich nehme mal noch mal ein paar Pilze mit und so. Ein Mosaik können wir uns auch mitnehmen. Was zu lesen. Die Herstellung eines Phylakterions. In der Nacht, in der sie ihn in der Weißen Turm brachten, ließen wir den Jungen schlafen. Ich konnte Kommandant Bill Rose überzeugen, das Ritual auf den nächsten Morgen zu verschieben. Die Reise war lang gewesen und der arme Kerl konnte kaum noch die Augen offen halten. Ich war mir sicher, eine Flucht war das Letzte, woran er in diesen Momenten dachte. Medine fand bei den anderen jungen Schülern eine saubere Pritsche für ihn und als ich ihm sein Abendessen brachte, war er bereits fest eingeschlafen. Am nächsten Morgen zeigte ich Medine, die man das Fläschchen vorbereitete. Der erste Schritt ist ein einfacher Schutzzauber, um das Glas unzerbrechlich zu machen. Dann kommt ein Zauber, der verhindert, dass das Blut gerinnt. Der letzte Schritt schließlich kann nur in Anwesenheit des Schülers vollzogen werden. Weshalb ich einen jungen Templer-Rekruten mit der Nachricht losschickte, dass wir bereit seien. Der Junge wurde von Bill Rose persönlich zur Kammer begleitet. Ich sah ihn an, dass er gerade erst aufgewacht war. Und er hatte ein wenig Dreck im Gesicht, womöglich noch von der Reise. Ich rief den Jungen zu mir und entfernte mit den Ärmel meiner Robe den Schmutz von seiner Wange, während ich ihm das Ritual erklärte. »Wir brauchen ein wenig von deinem Blut«, sagte ich ihm. »Du bist nämlich etwas Besonderes und wir wollen nicht, dass du verloren gehst. Sollte das geschehen, können wir dich durch das Blut aufspüren und wieder nach Hause bringen.« Dieses Mal überließ ich Medine den Schnitt. Das Zittern in meinen Händen war an diesem Tag schlimmer als sonst. Und ich wollte nicht zu tief schneiden. Ich hielt den Jungen fest in meinen Arm. Und Medine machte einen kleinen, sauberen Einschnitt in seiner Handfläche. Genau, wie ich es ihr gezeigt hatte. Der Junge begann zu weinen. Und ich spürte, dass er Angst hatte. Er versuchte, seine Hand zurückzuziehen, doch Medine hielt sie fest und ließ das Blut in das Fläschchen laufen. Dann wirkte sie den Zauber, wie wir es geübt hatten. Das Blut in dem Fläschchen geriet in Bewegung und leuchtete in Gegenwart des Magiers, an den es gebunden war, hell auf. Es war vollbracht, ein weiteres Phylakterion war geschaffen, eine weitere Verbindung hergestellt. Er war an den Weißen Turm gebunden. Der Junge konnte seinen Blick nicht von dem Leuchten abwenden. Er war fasziniert und der Schmerz und die Tränen waren vergessen. »Siehst du, das ist Magie«, sagte ich zu ihm. »Während du älter bist, werde ich es dir beibringen.« Bill Rose ließ den Jungen sein Phylakterien eine Minute lang in der Hand halten, bevor er es in die Kammer legte und diese verschloss. Aus der Erinnerung von Verzauberin Rivar Kleye, 872 des gesegneten Zeitalters. Okay, um hier nochmal was zu lesen. Tagebuch der Kirche. Wir können nicht bestätigen, dass Pfarrer Mond bislang schon irgendwelche Geister anlocken konnte.
Vielleicht können wir die Geister im Nichts jemanden, der so lange beschäftigt war, auch gar nicht sehen. Er möchte das Experiment fortsetzen. Wir werden bleiben und beobachten, bis er bereit zur Abreise ist. Okay. Das heißt, sie haben hier einfach ein Phyrakterienlager gehabt. Ketten für die Aufständischen, ne? Mhm. Was haben wir hier? Kommandantenrüstung der Templer. Hm, okay, die können wir mitnehmen. Die sieht bestimmt nicht schlecht aus. Schauen wir später mal durch. Aber unser Gunari-Freund wird das ja auch nicht tragen können. Das heißt, das war's. Und hier werden wohl wahrscheinlich die ganzen Phylakterien drin sein. War das jetzt wirklich so gut, dass wir das jetzt hier aufgemacht haben? Ich glaube nicht. Aber vielleicht müssen wir es ja nochmal irgendwie irgendwo Beta bearbeiten. Schauen wir mal. Gut, dann haben wir die Ecke jetzt auch soweit schon mal abgeklappert. Fehlen ja noch ein paar Ecken. Wir sind ja noch lange, lange, lange nicht durch mit der Karte. Oder so gut wie noch lange nicht durch mit der Karte. Das heißt, wir laufen jetzt hier einfach mal querbeet durch. Und dort hinten war ja auch nochmal... Genau, ein Kristallschädel. Den hätte ich mal als erstes mitnehmen sollen. Aber ich war schon wieder so überaus eifrig und wollte halt unbedingt weiter. Da hinten ist auch nochmal oben was drauf, so wie es aussieht. Da hätten wir auch nochmal hingehen müssen. Gucken wir erstmal, dass wir hier jetzt irgendwie wieder raufkommen. Aha. Du findest es also hier interessant, ja? So. Ja, mein Mana hält sich langsam richtig gut. Sogar sehr, sehr gut. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt irgendwie hier wieder hochkommen. Kann ich hier einfach so? Natürlich nicht. Also runter ging einfach, aber rauf nicht, wa? So, mal gucken. Irgendwo muss es ja hier einen Pass geben oder irgendwas in der Richtung, wo wir hier raufrennen können. Ich will jetzt auch nicht reiten. Weil dann übersehe ich immer die meisten Sachen und denke mir dann immer so im Videoschnitt. Was war das? Oh, ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ich bin einem Gespräch unter Kollegen nie abgeneigt. Ja, das ist ja schön. Ja, aber hier kommen wir auch nicht hoch. Also, ich kann hier versuchen zu klettern, aber es ist nicht möglich. Das heißt, ich habe irgendwo was übersehen. Das heißt, jetzt bin ich gezwungen zu reiten, weil sonst brauchen wir hier zu lange. Und der Schädel wäre, denke ich mal, als erstes wichtig. So, geben wir mal richtig Stoff. Weiß ja gar nicht, ob man dann vielleicht mit Inquisitionsbonus auch das Reiten beschleunigen kann. Es ist zwar ein bisschen schneller, aber halt auch nicht so viel schneller. Dass man nicht runtergeschubst werden kann, ja. Was eigentlich auch gut ist, wenn man ja von A nach B möchte. Aber das war's dann auch schon. So. Wahrscheinlich werde ich jetzt hier ganz viele Freunde finden. Ah, da haben wir schon den ersten Freund. Na gut, dann einmal runter. Komm, 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 komm. Au. So. Und einmal Bums. Und weil wir es können, Batz. Armes Ding. Genau, armes Ding. Immer diese armen Dinger hier. So, nehmen wir uns die Schuppen auch gleich mit. Ja, mal gucken. Rennt erstmal hinten zu seiner Truppe zurück. Hilft ihm wohl nicht so viel, wa? So, das war gleich das Doppelfeuer. Oh, das hat richtig wehgetan. Ich erwische dich noch. Ich weiß, dass du nur unsichtbar bist.
Da hatte ich meinen eigenen Blitz erwischt. Und da ist er schon wieder in einer. Meine Güte. So, einmal Bums. Und nochmal ein bisschen Feuer in den Hintern. Passt. Ja, aber sonst haben wir hier nichts weiter. Liegen halt überall diese kleinen Dinger hier. Weiß nicht, ob das noch wichtig sein wird oder nicht. So, aber ich will ja da zu dem... Kristallschädel. Und da hinten wollen wir auch noch mal hin. So, machen wir erstmal hier... einmal durchschauen. Drei Stück sollten hier sein. Da ist eine. Da hinten ist die andere. Und jetzt fehlt noch eine. Die müsste ja hier irgendwo in der Mitte sein. Ah, siehste. Jetzt lohnt sich das auch. Gut, dann holen wir uns erst die da hinten. Dann die und dann die da vorne. Das müsste eigentlich so vom Weg her das Bestmöglichste sein. Weil ich will mich da hinten ja auch nochmal umgucken. Dann schauen wir uns doch da erstmal um. So, aber die Frage, sollten wir mal die Rissenergie nutzen, also hier unser Bonus, sollen wir die jetzt öfters mal benutzen oder eher nicht so? Dann immer so, auf einer Seite ist das halt ein mächtiger Zauber oder mächtige Fähigkeiten. Und auf der anderen Seite ist es halt, wenn man sie in Notsituationen braucht, dann sollte man sie schon haben, aber ich denke mal, dann werden sie... Ich muss schon sagen, Viv, ihr wisst mit eurem Stab umzugehen. Ihr werdet mich mit Verzauberin Vivienne, mit Ho... Ich probier's trotzdem aus. Reichs von Orlais oder mit Madame de Fer ansprechen, nicht mit Viv. Oh, natürlich, my lady. Tut mir leid, my lady. Ja, my lady ist ebenfalls annehmbar. My lady ist auch annehmbar, okay. Gut, ich wollte den jetzt nicht so dazwischen quatschen. So, was haben wir hier? Das haben wir doch schon mal beansprucht. Das ist so, und da haben wir sogar noch mal was zu lesen vergessen. Venatori Befehle. Cassius, schärft euren Handlangern ein, den Laffen aus Orlais in Ruhe zu lassen. Unsere roten Freunde verlassen das Gebiet. Und Servius rechnet mit Aktivitäten der Weißkrallen. Ich werde ihm nicht erklären, dass ihr daran schuld seid, dass diese dämlichen Idioten von Räubern unsere beste Chance umgebracht haben, diesen Hochdrachen tatsächlich nahe zu kommen. Octavian, okay. Na, da bin ich mal gespannt. Na, müssen wir sowieso eigentlich mal schon längst mal wieder zum Reißbrett, aber... So, ich werde jetzt erstmal unser Ross holen. Das heißt, wir sind hier eigentlich nur im Kreis gelatscht. Auch nicht schlecht. Kriege ich auch nur ich hin. So, jetzt holen wir uns aber trotzdem unten die Scherbe noch einmal. Die hier hinten ist. Und da haben wir schon die anderen Leute. Guck mal, die ist so offensichtlich, die Scherbe. Hätte man eher machen sollen. So, schnell, schnell, schnell. Wenn nichts mehr. Und dann wieder aufsitzen. Na, aufsitzen. Aufsitzen. Mein Pferd möchte mich nicht Huckepock nehmen. Ah, jetzt. Oh. Jetzt weiß ich auch warum. Aber wir sind schneller als du. Wir reiten dir einfach davon. So, dann schauen wir mal. Das ist ja schon wieder... Weißhäupte. Jetzt sind wir auch schon fast wieder da, wo wir angefangen hatten. So, dann könnten wir uns hier hinten gleich nochmal ein bisschen umschauen, falls hier hinten noch irgendwas ist. Der folgt mir jetzt wirklich die ganze Zeit? Bist du des Wahnsinns, mein Freund? Wer mir folgt, ne? Hat halt ein extremes Problem. Der nächste, bitte. Ich
Genau, der nächste bitte. Und schon haben wir wieder was zu plündern. Der arme Phönix. So, dann gucken wir uns hier nochmal um. Hier soll ja auch nochmal eine sein. Und vor allen Dingen haben wir da auch noch einen Riss. Es könnte nicht schaden, sich hier mal umzusehen. Hat ja richtig gut geklappt hier. Wenn ich irgendetwas aggro nehme. So, einmal schnell durch hier. Okay, das waren die soweit. Da kommen aber gleich noch mehr. So, einmal durchflitzen. Ja. Ich wollte gerade mal trinken. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe hier. So, jetzt machen wir hier Nägel mit Köpfen. Irgendwie nervt ihr mich jetzt hier gerade. Lass mich doch mal in Ruhe. Und dir möchte doch keiner was. Na also. Und jetzt schnell schließen. Jawohl. Ein Riss weniger auf der Liste. Okay, warum geht hier eigentlich immer ein Blitz rein? Ist auch ein bisschen merkwürdig. So, gehen wir erstmal hier hoch. Mal gucken. Weil irgendwie zeigt er mir hier an, hier soll noch was sein. Okay. Grauschnaps-Ritualwein. Konstitutionsbier. Eine Flasche mit Beschriftung Jahrgang Wächter Yharin. Zerschlagt sie, wenn ich tot bin. Okay. Haben aber da in der Richtung noch mal was. Und hier oben müsste ja irgendwo die Scherbe zu finden sein. Da müssen wir irgendwie raufkommen. Gucken wir erstmal, dass wir hier hoch. Ja, das ist schon richtiger. So, dann können wir nämlich hier die Scherbe einsammeln. Gut, und hier haben wir das nächste. Auch eine krasse Armbrust, ey. Automatikbolzen hier. Cool. Ist schon wirklich cool. So, ihr fightet da hinten mit dem Phönix. Dann gönnt euch. Hier oben scheint noch was drauf zu sein. Also auf dem Turm. Was haben wir denn hier? Wert eines grauen Wächters. Ich denke, Blackwall hätte das hier gern gesehen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. So, da vorne haben wir jetzt nochmal was. Waren wir da vorne eigentlich schon? Nicht so wirklich, ne? Jagdverhalten. Und Jagdverhalten. Na gut, dann haben wir da oben jetzt nur noch die Ecke. Hier oben ist auch nochmal Jagdverhalten. Wird sie überall hier Jagdverhalten? Hä? Okay. Gut. Einmal runtergesprungen. Und mal gucken, kommen wir hier an der Seite vorbei? Ich hoffe doch. Sag mir jetzt nicht, dass wir jetzt hier nicht hochklettern können. Ah, wunderbar. Weil da vorne ist ja nochmal was Interessantes, was mir ins Auge springt. Na gut, gucken wir mal. Rutschen wir hier jetzt erstmal runter. Alle hops. Okay. Bums.
Vergiss es. Einfach mache ich es dir definitiv nicht. Also ich wollte gerade sagen, wo sind denn alle unsere Leute hier? Dann könnten wir uns ja hier schon mal in Position bringen, ne? Ach nee, das ist gar keine Quest, die wir haben. Das ist, steht Fragezeichen dran. Na, dann gucken wir uns das doch nochmal an hier. Das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Da hinten ist unsere Festung. Oder eine unserer Festungen. Dann schauen wir uns doch hier nochmal um. Was haben wir denn hier? Die Torheit. Die Torwächter. Die Torheit. Und als ich durch die Wüste wanderte, sah ich eine große, gerüstete Gestalt, die dem Himmel verdunkelte. Zunächst dachte ich, sie sei genau das, als was sie mir erschien. Eine einfache, mit Dornen bescherte Statue. Als sie jedoch näher kam, verwandelte sich diese irreführende Bild in eine ebenso anmutige wie gewaltigen Krieger, der seinen Klingenstab auf mich richtete, dessen Spitze vor Energie knisterte, obwohl meine Lage alles andere als ideal war. Urtümliche Magie brannte nur wenige Schritte von meinem Gesicht entfernt. Verlor ich nun den Kopf und bat diesen mächtigen Golem um Gnade. Die gerüstete Gestalt sprach mit einer Stimme, die den Himmel erzittern und die Sterne aufschreien ließ. Sie sagte, sie suche nach Magie, die sie am Leben erhalten würde, und das Blut der Erde sei die Energie, dank der sie überlebe. Da ich von den Zwergen und dem Lyrium wusste, mit dem sie unseren Magier versorgten, schickte ich den Golem zu den Magiern Antonis, der in nahegelegenen Priviatium lebte. Ohne ein weiteres Wort machte er sich auf den Weg. Das so fantastisch diese Geschichte auch klingen mag, war meine Inspiration für die Torwächter, die ich entworfen habe. Was die Frage betrifft, warum ich drum gebeten hatte, dass jeder nach meinen Entwürfen gefertigte Wächter mit einem kleinen Lyriumstab ausgestattet wird. So muss ich eingestehen, dass dies vor allem eine Laune entsprang. Wenn Archon Ijal, unser günstiger Herrscher, es für angemessen erachtet, dass meine Statuen mit gesamtem Reich Bekanntheit erlangten. Ich habe gehört, eine solle sogar in den Westgarten stehen. Würde ich gerne die kleinen Hoffnungen hegen, dass ich womöglich eines Tages erneut erlebe, wie eine von ihnen zum Leben erwacht. Eine Geschichte erzählt von Apicus Tritus, einem berühmten Bildhauer, dessen Schöpfung die Fantasie all jener angestrengten und einen Blick auf sie werfen konnte, so erzählt im Künstler des alten Tevinters. Okay, hier können wir nochmal beanspruchen. Ritualturm. In der Ödnis des südwestlichen Orlais liegen zahlreiche Tevinter-Gebäude. In der Zeit vor der ersten Verderbnis expandierte das Reich mit unglaublicher Geschwindigkeit Richtung Süden. Und die Ländereien, die sie am weitesten von Minraturus entfernt waren, wurden die Heimatstätten zahlreicher Bauten für magische Experimente. Sie nutzten natürlich Schwächen des Schleiers aus, um die Distanz zu kontrollieren, denn Blick des Archons ermöglichte zudem die Verfolgung gefährlicher Studiengebiete. Wie Aiona in Ferelden wurde die Labors von Orlais während des Aufstands von Andrasten Anhängern angegriffen. Und heute ist außer Trümmern kaum noch etwas von ihnen übrig. Ausschnitt aus Imperium und das Reich von Schwester Petri, Scholarin der Kirche.
Jetzt. Aber trotzdem würde ich mich hier mal kurz noch so ein bisschen umgucken. Und wir haben hier sogar noch was zu finden. Oh. Grau-Schnaps-Ritualwein-Konstriptionsbier. Eine Flasche mit Beschriftung Jahrgang Wächter Erwa Aal. Griffhornflügelbier. Okay. An und für sich auch schon ein cooler Tower hier. Aber gut, guckt leider in die verkehrte Richtung, ne? So ein bisschen. Sonst haben wir ja nichts hier auf der kleinen Insel. Jedenfalls sieht es nach nichts aus. Geht ganz schön tief hier runter. Ganzen Schlamm-Schwefelschichten hier. Gut, aber machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.